Andreas Müller, Pressesprecher im Polizeipräsidium Aachen. Zum gestrigen Tag vielleicht. Wir haben einen sehr durchmischten Tag erlebt. Zumindest am Anfang gab es einige gewalttätige Angriffe auf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte durch Molotow-Cocktails und durch Steinewurf. Im Rahmen dessen konnten mittlerweile 2 Tatverdächtige festgenommen werden. 3 weitere Personen wurden in Gewahrsam genommen zur Identitätsfeststellung. Ansonsten haben wir jetzt eine sehr ruhige Nacht erlebt. Wir haben auch gestern viel friedlichen Protest erlebt. Im Moment setzt die Polizei jetzt ihre Maßnahmen hier in Hützelrath wie geplant fort. Kleines Problem könnte heute das Wetter sein. Es ist sehr, sehr stürmisch, vor allen Dingen, wenn man jetzt an Baumhäuser denkt. Da müssen die Spezialeinheiten hier, die Höheninterventionsteams, vor allen Dingen vermeiden und ausschließen können, dass es hier zu gefährlichen Situationen von Personen kommt. Ansonsten werden wir uns heute weiter um die Gebäude kümmern.
Thank you.
Eine Durchsage der Polizei. Ich wende mich an die Person in und um Lützerath. Der Kreis Heinsberg und die Polizei weisen auf Folgendes hin. Aufgrund entsprechender Allgemeinverfügung des Kreises Heinsberg vom 20.12.2022 ist Ihnen der Aufenthalt und das Betreten in den darin festgelegten Bereich in und um die Ortslage Lützerath untersagt. Sowohl das erstmalige als auch das erneute Betreten und Befahren dieses Bereiches ist nicht erlaubt. Lützerath steht zudem nicht als Versammlungsfläche zur Verfügung. Die Polizei fordert deshalb alle Personen auf, die sich in der Ortslage Lützerath aufhalten, diesen Bereich jetzt zu verlassen. Sie können den Bereich jetzt freiwillig und friedlich verlassen, ohne dass es weitere Konsequenzen für sie hat. Ein weiterer Zielteil. Stichwort Lockdown. Wir möchten Sie auffordern, auf das Benutzen von Lockdowns zu verzichten, weil die Polizei nicht die Möglichkeit hat, alle Personen zeitnah zu befreien. Riskieren Sie keine Verletzung. Ende der Durchsage. Wenn die Polizei an Sie herantritt, leisten Sie keinen Widerstand. Werfen Sie kein Pyrotechnik. Seien Sie friedlich und kooperativ und folgen Sie den Anweisungen der Polizeibeamten. Vielen Dank. Ich wiederhole, unterlassen Sie sofort das Abbrechen von Feuerwerkskörpern. Lasser! Ich wiederhole noch mal meine Durchsage. Ich wende mich an die Person in und um Lützerath. Der Kreis Heinsberg und die Polizei weisen auf Folgendes hin. Aufgrund der entsprechenden Allgemeinverfügung des Kreises Heinsberg vom 20.12.2022 ist Ihnen der Aufenthalt und das Betreten in dem damit festgelegten Bereich in und um die Ortslage Lützerath untersagt.
So, das erstmalige als auch das erneute Betreten und Befahren dieses Bereiches ist nicht erlaubt. Lützerath steht zudem nicht als Versammlungsfläche zur Verfügung. Die Polizei fordert deshalb alle Personen auf, die sich in der Auflage aufhalten, diesen Bereich jetzt zu verlassen. Ein weiterer wichtiger Hinweis, Stichwort Lockdown. Wir möchten Sie auffordern, auch das Benutzen von Lockdown zu verzichten, weil die Polizei nicht die Möglichkeit hat, alle Personen zeitnah zu befreien. Riskieren Sie keine Verletzungen. Ende der Durchsage. Bitte verhalten Sie friedlich. Werfen Sie keine Feuerwehrstörper, wenn die Polizeikräfte an Sie herantreten. Verhalten Sie sich kooperativ und ruhig. Vielen Dank. Thank you.
schon chilliger. Heute. War vielleicht so. Ja gut, ich meine, das ist auf dem Vornherein klar, das haben wir ja auch an anderen Orten schon hinreichend erlebt. Also das ist jetzt nicht die Überraschung, sondern überraschend ist, wie